Sicherlich hast du dich auch schon mal gefragt, ob Jesus und Gott wirklich existieren und ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Wir stellen dir in diesem Video 10 Menschen vor, die kurzzeitig tot waren oder über längere Zeit in einem tiefen Koma lagen. Sie alle berichteten erstaunlich übereinstimmend von einer hellen Lichtwelt und einem Wesen, das viele als Jesus wiedererkannten. Lass dich also überraschen von diesen faszinierenden Geschichten aus dem Reich zwischen Leben und Tod. Lasst uns loslegen! Gary. Gary war nach einem Autounfall vorübergehend tot. Er konnte miterleben, wie sein Herz zum Stillstand kam. Als er seinen zusammengekrümmten Körper von oben sehen konnte, fürchtete er sich etwas. Doch dann sah er plötzlich geliebte Menschen, die schon gestorben waren. Inmitten eines Meeres aus funkelnden Lichtern stand eine weitere Gestalt, die Gary als Jesus identifizierte. Jesus fragte Gary: "Möchtest du für den ewigen Frieden und das Glück hier bleiben oder zurückgehen?" Gary entschied sich für das Zurückgehen. Daraufhin schwebte er direkt zurück in seinen leblos daliegenden Körper, begleitet von einem Gefühl des Geschaukeltwerdens, wie bei einem kleinen Kind. Die Ärzte führten seine Visionen später auf eine Anomalie der Hirnfunktion zurück. Die käme bei Menschen, die dem Tode nahe sind, häufiger vor. Brent. Eine ähnliche Geschichte erlebte Brent, der zum Zeitpunkt seines Nahtoderlebnisses 9 Jahre alt war. Erst viele Jahre später veröffentlichte er seine Geschichte. Doch Brent sagt, er habe kein Detail vergessen. Immerhin sei es die denkwürdigste und beeindruckendste Begegnung seines Lebens gewesen. Auch Brent begegnete in einer Lichtwelt zunächst seinem verstorbenen Großvater. Dann spürte er die greifbare Gegenwart Gottes und auch in seiner Nahtoderfahrung näherte sich die Gestalt des Christus. Brent sah die Wundmale Jesus auf den Füßen und den Armgelenken. Dann zog die leuchtend weiße Gestalt den Jungen an sich hoch. Er fühlte eine unerklärlich intensive Liebe, Freude, Frieden und es schien, als ob die Zeit keine Rolle mehr spielen würde. Jesus' weißes Gewand soll weißer gewesen sein als alles Weiß auf dieser Erde. Außerdem hatte der Heiland durchdringend blaue Augen und Haare wie Wolle. Dr. George Rodonaya. George Rodonaya starb zum ersten Mal im Jahre 1976, nachdem ein Auto ihn angefahren hatte. Er durchlebte eine der längsten bekannten Nahtoderfahrungen. Zurück kam er nämlich erst 3 Tage nach seinem offiziellen Tod, als ein Gerichtsmediziner einen Schnitt an seinem vermeintlichen toten Körper setzen wollte. Davor hatte George Rodonaya in einem Kühlfach eines Leichenschauhauses gelegen. Er fand sich nach seinem Tod zuerst in einer totalen Dunkelheit schwärzer als alles Schwarz dieser Erde wieder. Er war sich seiner Existenz als George bewusst, gleichzeitig spürte er, nicht mehr zu sein. Diese Gedankenspirale versetzte ihn in eine nicht enden wollende Unruhe. Erst als er sich beruhigte, sah er schließlich ein weißes Licht, so hell wie ein Blitz. Er sah Moleküle um sich herumfliegen und erkannte eine eigenartige Symmetrie im scheinbaren Chaos. In einer Lebensrückschau sah er besonders bewegte Momente seines Lebens. Schließlich sah er die letzten Stunden und Minuten vor seinem Tod und sich selbst, wie er auf dem Tisch des Gerichtsmediziners lag. Als er begann, seinen Magen aufzuschneiden, fühlte er, wie eine große Kraft seinen Hals ergriff und ihn zurück in seinen Körper holte. Er öffnete die Augen, atmete und fühlte plötzlich höllische Schmerzen. Nach seiner Genesung widmete George Rodonaya sein ganzes Leben dem Studium der Spiritualität. Davor war er Atheist und glaubte als Neuropathologe nicht an ein Leben nach dem Tod. Mickey Robinson. Mickey Robinson verunglückte bei einem waghalsigen Fallschirmsprung. Als er schwerverletzt am Boden lag, spürte er, dass sich sein innerer Mensch, sein wahres Ich, aus seinem Körper löste. Sein Geist verließ den Körper gerade so, als ob man den Handschuh von einer Hand nehmen würde. Augenblicklich befand er sich in einer geistigen Welt und erkannte, dass dies die wirkliche Welt war. Da war er schon völlig von seinem Körper getrennt. Die Eindrücke beschrieb er als sehr bunt. Die Farben waren heller und die Kanten schärfer als auf der Erde. Zeit schien in diesem Reich keine Rolle zu spielen. Statt beschränkt auf Zeitpunkte zwischen Morgen und Abend oder auch den Verlauf eines Jahres, bezog sich alles in diesem Geistesreich auf die Ewigkeit. Weiter beschrieb Mickey Robinson diese Welt als frei von Logik oder Argumentation. Auch er sah im späteren Verlauf ein helles weißes Licht und nahm die Präsenz Gottes wahr. Mickey schrie Gott an: "Es tut mir leid, ich will leben, gib mir noch eine Chance." Für einige Augenblicke erkannte er noch einen Fluss aus goldenem Licht, der direkt durch ihn hindurchging. Dann durfte Mickey, wie er erbeten hatte, in seinen Körper zurückkehren und auf der Erde weiterleben. Betty Eady. Betty Edys Zustand verschlechterte sich 1973 überraschend nach einer Routineoperation.
Nachdem ihre Atmung und der Herzschlag ausgesetzt hatten, zog es sie durch einen dunklen Tunnel zu einem hellen Licht. Den Austritt aus ihrem Körper schilderte sie als Knall und ein Gefühl von Freiheit und Bewegung, ungehindert von Trägheit oder Schwerkraft. Sie sah ihr Leben noch einmal und begegnete drei Engelwesen. In mehreren Visionen besuchte sie als Geist wichtige Orte ihres Lebens noch einmal. Dann traf auch sie eine Lichtgestalt, die sie als Jesus Christus identifizierte. Sie erkannte in einer Bibliothek des Geistes die wahre Bedeutung christlicher Symbole, wie den Garten Eden oder das Königreich der Himmel. Nur unter Protest kehrte sie zur Erde und in ihr Leben zurück. Die Rückkehr beschrieb sie als schwierig. Sie litt unter Depressionen und fühlte sich lange von einem Dämonenwesen verfolgt. Zeitweise kehrten aber auch die Engel zurück und dann verbesserte sich auch ihr psychischer Zustand. Betty Eady schrieb mehrere spirituelle Bücher und betonte, dass ihre wichtigste Lektion darin bestand, dass der Zweck des Lebens darin besteht, Liebe zu lernen und durch die Ausübung des freien Willens zu wachsen. Anita Moryani. Die Inderin Anita Moryani lebte mit ihrem Mann in Hongkong, als sie an Krebs erkrankte. Nach Jahren des vergeblichen Kampfes wurde sie 2006 im Endstadium der Krankheit ins Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits mehrere Tischtennisball-große Tumoren im Körper. Als ihre Organe versagten, fiel die 47-Jährige in ein 30 Stunden dauerndes Koma. In dieser Zeit konnte sie alles sehen und miterleben. Ihr Geist hatte sich aus dem Körper herausgelöst. Sie beobachtete die Schwestern, wie sie Schläuche wechselten, und hörte den Gesprächen der Ärzte auf dem Flur zu. In einer Lichtwelt begegnete auch Anita Moryani einem Wesen, das die gebürtige Hinduistin als Jesus beschrieb. Dazu traf sie ihren verstorbenen Vater, mit dem sie Zeit ihres Lebens Konflikt hatte. In der Geisterwelt waren die alle verschwunden. Sie fand sich in einem Klima der unendlichen Vergebung und Liebe wieder. Im Gespräch mit Jesus erfuhr Moryani, dass ihr Leben noch nicht zu Ende sei und sie zurück müsse. Moryanis Tumore verschwanden auf unerklärbare Weise binnen 14 Tagen nach der Rückkehr in ihren Körper. Sie lebt heute als Buchautorin und tritt als Rednerin auf spirituellen Kongressen auf. Julie Papievis. Im Alter von 29 Jahren wurde Julie Papievis von einem geistesgestörten Jugendlichen umgefahren. Er war mit 80 km/h frontal in sie hineingerast. Ihr Körper und der Hirnstamm hatten schwere Verletzungen erlitten. Im Krankenhaus atmete sie dann schon nicht mehr. Anschließend fiel sie in ein langes Koma. Das Reich, in das sie dann eintrat, beschrieb Julie Papievis als ohne Ende und Anfang und unendlichen Frieden. Sie fühlte sich wohl, als sei sie hier eigentlich zu Hause. Es erschienen ihre beiden längst verstorbenen Großmütter und sagten ihr, sie müsse zurückkehren. Irgendwann konnte Julie auf ihren stark beschädigten Körper schauen und sagte, »Nein, das geht so nicht, meinem Körper geht es zu schlecht. Der wird heilen«, sagten ihre Großmütter. So kam es dann auch. Julie Papievis erwachte überraschend aus dem Koma und erholte sich gemessen an der Schwere ihrer Verletzungen innerhalb kürzester Zeit. Colton Burpo. Die US-amerikanische Filmproduktion »Den Himmel gibt es nicht« erzählt die authentische Geschichte des vierjährigen Colton Burpo, der während der Notoperation kurzzeitig in der Zwischenwelt schwebte. Nach seiner Genesung erzählte der Junge seiner Familie, wie er während der Operation nach unten auf seinen Körper geschaut hatte. Er konnte die Ärzte arbeiten sehen. Seine Mutter wartete im Nebenraum und bat alle Anwesenden, mit ihr für das Leben ihres Sohnes zu beten. Der Vater hielt sich alleine in einem Raum weiter auf und schrie Gott an, den Jungen nicht sterben zu lassen. Colton begegnete seinem Urgroßvater, der schon lange gestorben war, bevor er geboren wurde. Außerdem seiner Schwester, die bei einer Fehlgeburt starb, von der er eigentlich gar nichts wusste. Und einem Wesen, das wie Jesus aussah. Ian McCormack. Ian McCormack wurde bei einem Tauchausflug auf Mauritius von einer tödlichen Quallenart gestochen. Im Krankenhaus angekommen, versagte sein Herz und er war für 15 Minuten tot. Zunächst befand er sich geistig an einem sehr dunklen Ort. Böse Stimmen schrien, Halt's Maul, und du hast es verdient, hier in der Hölle zu sein. Dann zog ihn ein glänzender Strahl, wie ein Stäubchen in einem Sonnenstrahl ins Licht. Der Atheist Ian McCormack begegnete einem Mann, der mit niemandem zu vergleichen war. Beim Näherkommen fluteten Wellen von Liebe seinen durchlässigen Körper. Wieder zurück im Leben spürte Ian McCormack die Liebe Gottes immer noch. Er konnte sich seinen zuvor liederlichen Lebensstil in ein Leben aus Glück und Liebe wandeln. Betty Bethart. Betty Bethart lernte durch die Nahtoderfahrung, dass wir die Bedeutung des Todes verstehen müssen, wenn wir jemals mit dem Sinn unseres Lebens hier auf der Erde zurechtkommen wollen. Betty hatte sich nach einem ganz normalen Tag nachts plötzlich außerhalb ihres Körpers wiedergefunden. Ein Engelswesen sagte ihr, dass sie dabei sei, eine lebensgefährliche Lungenentzündung zu entwickeln. Sie müsse Antibiotika nehmen, wenn sie überleben wolle. Doch Betty zögerte,
Vor ihr hatte sich eine unglaubliche Weite und Schönheit aufgetan. Sie wollte nicht zurück. Erst als sie sich an ihren nur 18 Monate alten Sohn erinnerte, wusste sie, dass sie auf der Erde noch gebraucht wurde. Nach diesem Erlebnis entwickelte sie mediale Fähigkeiten und schrieb zahlreiche Bücher über sinnerfüllte spirituelle Lebensweisen. Damit wären wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Diese Fälle sind aber bei weitem nicht die einzigen, die von Leben nach dem Tod und Begegnungen mit Jesus erzählen. Weltweit gibt es tausende ähnlicher Berichte. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Lass uns wissen, was du darüber denkst. Fantasieren diese Menschen nur oder ist tatsächlich was dran? Am Himmel, in den wir alle nach dem Tode zurückgehen. Damit vielen Dank fürs Zuschauen. Klicke hier auf eins der Bildchen und schau dir ein weiteres spannendes Video an. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klick auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.